Hallo, Pete? Falsch verbunden. Nicht anhängen, Pete. Wenn ich von der Polizei wäre oder einer von deinen Leuten, würde ich nicht erst anrufen, sondern wäre längst da. Ich habe doch gesagt... Du brauchst keine Angst zu haben, Pete. Es erfährt keiner, dass dein Name nicht Johnson ist. Was wollen Sie denn? Ich will dir noch eine letzte Chance geben. 300.000 und eine Fahrkarte ins Ausland. Wer ist denn da? Wenn dich mein Vorschlag interessiert, komm ins Beko-Hotel, Zimmer 302. Heute Abend um 10. Hallo, Augenblick noch. Na, Pete, wie ich sehe, bist du immer noch so schreckhaft. Warum hast du eigentlich den Taxichauffeur erschossen? Das Geld hat er ja schon rausgerückt. Aber du bist mit dem Schießen schnell bei der Hand und überlegst immer erst, wenn es zu spät ist. Bei so einem Steckbrief kannst du dir ausrechnen, wann sie dich fassen und lebenslänglich einsperren. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Es fragt sich, ob das so ein Glück ist. Ich mache kurzen Prozess, wenn jemand zu viel weiß. Runter mit der Maske! Ich habe gesagt, du sollst die Maske abnehmen! Mit mir kannst du nicht so umspringen! Du weißt doch, was dich erwartet, Harris. Zuchthaus, der Strick oder der elektrische Stuhl? Ich hatte Angst, dass der Anruf nur eine Falle war. Die Stimme klang am Telefon ganz anders. Deine Stimme klingt auch anders mit deiner Maske vorm Gesicht. Und wer macht außer mir noch mit? Du stellst zu viel Fragen. Aber ich kriege keine Antwort. Ich will wissen, wann es losgeht, wann ich Geld bekomme und wer mein Auftraggeber ist. Mach, dass du rauskommst. Gut, ich gehe. Wissen Sie, wie ich sowas nenne? Eine gemeine Erpressung. Du kannst es ja bleiben lassen. Also 300.000 für mich. Vielleicht noch mehr. Aber eins sage ich dir gleich, zu bestimmen habe ich. Keiner sieht den anderen jemals ohne Maske. Auch nicht, wenn ihr euren Anteil bekommt. Verstanden? Wann und wo das geschieht, werde ich euch noch sagen, damit es keine Panne gibt. In Ordnung. Ich nehme den Vorschlag an. Was soll ich tun? Geh nach Hause und warte auf meinen Anruf. Das nächste Mal geh vorsichtig damit um. Keine Angst, ich schieße nicht. Ich werde mir noch nicht das Geschäft verderben. Du weißt ja selbst, dass es eine letzte Chance ist. Du hast wieder mal Pech gehabt, Tony. Das ist noch nicht raus. Die Polizei weiß, dass du den Rauschgiftschmuggel organisiert hast. Diesmal gibt's lebenslänglich, ohne Aussicht auf Begnadigung.
Ich hoffe, du bist ja darüber im Klaren, Toni, dass dir kein Gericht mildernde Umstände zubilligt. Das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen. Dann sind wir also einig. Okay. Aber nicht wieder Weibergeschichten, verstanden? Keine Weiber. Also schön. Wenn sich's lohnt, dann lass ich's. Die Polizei hat nicht das Geringste rausgekriegt. Du scheinst nicht zu wissen, dass sie dir bereits auf der Spur ist. Ich bin doch kein Anfänger, der sich einschüchtern lässt. Aber du hast dich so benommen, als du den Polizisten umgelegt hast. Das war seine eigene Schuld. Deswegen wirst du doch zum Tode verurteilt. Also bitte, was soll ich tun? Unglaublich. Können Sie denn nicht aufpassen? Entschuldigen Sie, meine Dame, ich habe Sie nicht gesehen. Sagt das durch. An alle Einheiten der Polizei Nummer 117. Ich wiederhole Nummer 117. Hier ist die Beschreibung der Personen, die an dem Überfall auf die Südwestbank beteiligt waren. Drei maskierte Männer, bekleidet mit den gleichen Monteuranzügen. Sie haben den Lieferwagen der Western Blumenhandlung zu dem Überfall benutzt. Die Bande ist bewaffnet. Äußerste Vorsicht. Für Kontrolle 2. Nummer 117, wir haben den verdächtigen Lieferwagen. 20. Straße. Nanu, was ist denn das los? Weißt du doch selbst am besten. Los, aussteigen! Komm schon, steig aus. Hände hoch! Ihr seid wohl verrückt. Halt's Maul! Ihr da drin kommt raus, einer nach dem anderen. Nehmt die Hände hoch. Also los, du Strolch. Wenn die anderen beiden Dummheiten machen wollen, dann sag ihnen lieber gleich, dass du die Tür aufmachst. Was wollt ihr überhaupt? Ich hab doch nur Blumen in dem Wagen. Aufmachen, sag ich! Wo hast du sie abgesetzt? Wo sind die anderen ausgestiegen?
200 Meilen haben wir sicher schon geschafft. Jetzt holen Sie uns nicht mehr ein. Wann wird geteilt? Darüber will ich gerade mit euch reden. Diese vier Könige sind unser Erkennungszeichen. Drei reiße ich in der Mitte durch und gebe jedem von euch die Hälfte. Hebt sie gut auf. Für den Fall, dass doch noch was schief geht und ich euch nicht selbst auszahlen kann, gelten die Karten als Ausweis, wenn ich jemanden mit dem Geld schicke. Was soll das heißen? Ihr bekommt das Geld erst, wenn genug Gras über die Sache gewachsen ist. So lange kann ich nicht warten. Ich verlange meinen Anteil sofort. Was glaubst du, wie weit du mit dem Geld kommst? Die Nummern der Scheine sind doch schon überall gemeldet. Das lass nur meine Sache sein. Du behältst die Maske auf. Wozu denn? Die Maske sollt ihr aufbehalten, damit euch niemand verpfeifen kann. Und gegenseitig könnt ihr euch auch nicht verraten, weil ihr euch nie ohne Maske gesehen habt. So kommt euch die Polizei nicht auf die Spur und einer ist vor dem anderen sicher. Dabei bleibt es. Wir brauchen aber Geld. Das weiß ich. Hier ist ein Vorschuss. Das sind andere Scheine. Davon könnt ihr in der Zwischenzeit gut leben, ohne euch in Gefahr zu bringen. Für 300.000 nehme ich auch die Gefahr mit in Kauf. Also, nimmst du das Geld oder nicht? Die Fahrkarten und genaue Anweisungen sind dabei. Jeder von euch geht in ein anderes Land. Da wartet ihr, bis ich telegrafiere, wo ihr hinkommen sollt. Und hebt die Masken auf. Bei der Verteilung des Geldes braucht ihr sie wieder. Du steigst als Erster aus. Drück auf den Knopf da. Mach die Tür auf. Bring ab. Und wann bin ich dran? Na, sage ich dir schon. Merkwürdig, dass Sie zweimal hintereinander vor dem Blumenladen neben der Bank gehalten haben. Ich war nur einmal da. Also dann lügt die Frau, die Sie wiedererkannt hat. Nein, sie sagt die Wahrheit. Ich habe sie beinahe umgerannt. Und die anderen Zeugen, die schwören, dass es Ihr Lieferwagen war, die sagen also auch die Wahrheit. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Ich habe nichts zu tun damit. Wollen Sie behaupten, dass es den gleichen Lieferwagen nochmal gibt? Wie kann ich behaupten, was ich nicht weiß? Dann muss es wohl eine Verwechslung sein. Ja. Und das Jahr, dass Sie im Gefängnis saßen, da waren Sie wohl auch das Opfer einer Verwechslung. Hier, er kennt den Fall. Er hat mich ja selber verhaftet. Die meisten Verbrecher sind Unschuldsengel. Hören Sie. Nur weil ich seinerzeit mal in eine Spielaffäre verwickelt war, bin ich noch lange kein Bankräuber. Jetzt kommt die Mitleidstour. Also was ist mit dem Wagen? Ich habe doch keine Ahnung. Warum fragen Sie mich danach? Das will ich Ihnen verraten. Es gibt nur einen solchen Wagen. Zum Donnerwetter, ich... Mr. Andrews von der Versicherungsgesellschaft wird sich erstmal mit Ihnen über den Fall unterhalten. Nur ein paar Fragen. Dieselben Fragen, dieselben Antworten. Die Mühe können Sie sich sparen. Ich mache sie mir aber. Die Versicherung muss schließlich für alles aufkommen. Für einen Hinweis wären wir bereit, mindestens 25% als Belohnung auszusetzen. Das sind immerhin 300.000 Dollar, Joe. Sie wollten doch mal Ingenieur werden, nicht wahr? Ich habe noch kein Examen. Ja, das stimmt. Vor dem Examen kamen Sie zum Militär. Er war ein sehr tüchtiger Soldat. Verschiedene Tapferkeitsmedaillen. Für die kann ich mir heute auch nichts mehr kaufen. Er kam zurück und hat den Abendkursen weiterstudiert. Merkwürdig. Warum hat ein Mann mit Ihrer Vorbildung eine Stellung als Chauffeur in einem Blumengeschäft angenommen? Weil das Geschäft neben der Bank liegt. Deswegen. Die Stellung habe ich durch ein Vermittlungsbüro bekommen, ganz durch Zufall. Sie sind doch mein Chef, Mr. Collins. Habe ich Ihnen jemals Ärger gemacht? Nein, Joe. Nicht im geringsten. Aber ich fürchte, wir müssen uns trotzdem trennen. Ich persönlich habe nichts gegen Sie. Es ist nur, weil viele Kunden von uns wahrscheinlich Anstoß daran nehmen werden. Sie wissen doch, wie das ist. Ja, ich weiß, wie das ist. Der Zeuge kann jetzt gehen. Ich begleite ihn ein Stück. Ich habe noch ein paar Fragen an Mr. Collins. Na schön. Wenn es nicht dem Guten geht, dann geht es vielleicht dem Bösen. Auf 20 Jahre können Sie sich mindestens gefasst machen. Was soll ich Ihnen denn gestehen? Gehen Sie ruhig nach Hause, Mr. Martin. Sie haben morgen einen schweren Tag. Ich werde ihm auf alle Fälle noch Gesellschaft leisten. Wie denken Sie über den Fall? Wenn Sie die weitere Vernehmung mir überlassen, liegt morgen früh sein Geständnis auf Ihrem Schreibtisch. Morgen früh werden wir die Vernehmung fortsetzen.
nochmal vor. Du kriegst wieder Besuch, Joe. Los, steh schon auf. McBride. Wir können ihn laufen lassen. 300 Meilen von hier ist genau das gleiche Lieferauto gefunden worden. Es war in einem Transportwagen versteckt. Dadurch ist seine Unschuld noch nicht erwiesen. Und wenn er nur die Aufgabe hatte, die Polizei abzulenken, damit der andere Wagen leichter entwischt. Das glaube ich kaum. Geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit, dann haben wir sein Geständnis. Ich habe seine Aussagen überprüft, er ist unschuldig. Also Sie sind frei, Sie können gehen, das Missverständnis tut mir leid. So, leid tut's Ihnen. Das kann jedem passieren. Ich danke Ihnen. Für alles. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Ich habe gesagt, für alles. Das gilt auch für Sie. Extrablatt! Extrablatt! Interessante Neuigkeiten über den großen Bankraub! Extrablatt! Sensationelle Einzelheiten über den Raub bei der Südwestbank! Ehemaliger Sträfling an dem Überfall beteiligt! Die neuesten Einzelheiten... Hey, Sie! Da geht er! Das ist der Kerl! Du musst es tun, Rick. Denn wenn ihm einer helfen kann, bist du es. Ja, Rick, ich weiß, es ist ein verdammt heißes Eisen, aber du musst Joe helfen. Hallo, Rick. Rick! Na, Joe? Tag, Eddie. Willst du was? Ja, zweierlei. Einen Schluck Kaffee und den Tipp, den du mir versprochen hast. Den Kaffee kannst du gleich haben. Aber das andere ist nicht so einfach. Hör zu, Eddie. Ich muss die Bande finden, die mich reingelegt hat. Glaubst du, er wird mir helfen? Du riskierst dabei allerhand, Joe. Was riskiere ich denn schon? Ich habe doch nichts mehr zu verlieren. Du siehst doch, seit über 3 Wochen laufe ich rum und finde nirgends eine Stelle. Nee, nicht doch, nicht doch. Ich will dir ja helfen. Zuerst kriegst du mal einen frischen Kaffee. Komm nach Ladenschluss. Dann kann ich dir vielleicht schon mehr sagen. Gut. Eddie sagt, Sie sind in der Klemme, Joe. Sie müssen mir helfen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Es wird sehr schwierig sein, wenn es überhaupt gelingt. Hören Sie, ich muss herausbekommen, wer das war. Wenn Sie dicht halten, will ich Ihnen einen Tipp geben. Kennen Sie die Täter? Nur einen. Pete Harris. Nach dem Überfall ist er nach Mexiko geflohen. Pete Harris? Wo ist er in Mexiko? In Tijuana. Wenn Sie ihn finden wollen, brauchen Sie nur dahin zu gehen, wo gespielt wird. Wie sieht er denn aus? Er ist dunkel und hat auffallend stechende Augen. Am leichtesten werden Sie ihn finden, wenn Sie dem Zigarettenqualm nachgehen. Er ist Kettenraucher. Ich danke Ihnen. Viel Glück, Joe. Du kannst es mir ja wiedergeben. Das vergesse ich dir nie. So, also der hat ja damals im Krieg das Leben gerettet. Hm. Nett von ihm. Thank you.
Sonne ist dir, Senor. Wollen Sie sich gut amüsieren, wenden Sie sich nur an mich. Ich weiß Bescheid hier in Tijuana. So, großartig. Wo wird hier gespielt? Oh, das erlaubt die Polizei nicht. Ah. Wissen Sie, genau wie in den Staaten, Senor, gibt es bei uns auch vieles, was nicht erlaubt ist. Aber ich kenne ein Lokal, das werde ich Ihnen zeigen. Einverstanden. Hier, $3, $3. Also, meine Herrschaften, alle Plätze besetzt. Die nächste Runde beginnt. Toi, toi, toi. Diesmal geht's ums Ganze. Donnerwetter nochmal. Also los, 7-7. Komm mal weiter, wieder. Gibt's noch mehr Spiellokale? Ja, Senor. Aber ich habe jetzt schon alles verloren. Oh, danke, Senor. Also weiter. Pass auf die Karten auf. Kann ich mal Feuer haben? Danke. Also, etwas lebhafter, wenn ich bitten darf. Wer nicht spielt, geht vom Tisch weg und macht den Platz frei. Also, wer würfelt zuerst? Toi, toi, toi! Macht's gut, strengt euch an! Das war leider nichts, nur 4 und 3. Heute hast du Pech. Der Nächste bitte. Wollen wir sehen, ob der nächste Wurf besser wird. Mit einer 6 oder 8 kann nichts passieren. Wer nichts wagt, kann auch nichts gewinnen. Irgendeinen Einsatz muss man schon machen. 20 dagegen. Die Wette gilt. Also los. Ah, 12. Der große Wurf. Rein mit den Würfeln, raus mit dem Geld. Verdoppeln Sie Ihren Einsatz, meine Herrschaften. Jetzt geht's ums Ganze. Ein guter Wurf macht alle Schlechten wieder wett. Entweder man verliert oder man gewinnt. Also los, das Spiel beginnt. Los, würfeln Sie nur. Ich setze wieder dagegen. Jetzt zeigen Sie mal, was Sie können. Nochmal 20. Die Würfel rollen. Und sie zeigen die Zahl 9. Er setzt also auf Nummer 9. Ich glaube nicht, dass er es schafft. 50 zu 25, dass ich es schaffe. Keiner mehr? Der Einsatz steht 3 zu 2. Moment. Ich halte mit. Also, meine Herrschaften, wer legt noch was auf den Tisch? Und jetzt kommt der große Wurf. Oh, Donnerwetter nochmal. Wieder nur eine 7. Rein mit den Würfeln, raus mit dem Geld. Ich sollte Ihnen sagen, wenn es 10:30 ist. Ja, danke. Hier ist noch ein Platz. Und die Würfel rollen. Los, meine Kleinen, macht's gut. Pech, wieder nur 4 und 3. 4 und 3. Und wer riskiert nochmal den doppelten Einsatz? Passen Sie gut auf, meine Herrschaften. Mit einer 6 oder einer 8 kann Ihnen gar nichts passieren. Wer macht nochmal mit bei diesem Spiel? Jetzt sind Sie dran. Also, raus mit den Würfeln. Wer ist das eigentlich? Keine Ahnung, ich habe ihn noch nie gesehen. Der Kerl gefällt mir nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Hier, Diaz. Danke, Senor, danke. Nur ruhig Blut, meine Herrschaften. Der nächste Wurf macht alles wieder gut. Vergessen Sie den Einsatz nicht. Mit einer 6 oder einer 8 kann Ihnen gar nichts passieren. Sie haben es wohl sehr eilig. Ja, warum? Wenn jemand ein gutes Gewissen hat, braucht er nicht davonzulaufen. Haben Sie was dagegen? Kommt drauf an. Wer hat Sie hergebracht? Diaz, der Chauffeur. Dann ist der Fall klar. Hier bin ich. Ich wusste, dass Sie mir nachgehen. Was wollen Sie? Warum haben Sie mich den ganzen Abend angestarrt? Sie sollten zum Arzt gehen. Sie haben Fieber. Reden Sie keinen Unsinn. Oder wenn Sie betrunken sind, gehen Sie zu Bett. Thank you.
Wer ist da? Unten ist ein Mann, der Sie sprechen möchte. Ja. Hören Sie, sagen Sie ihm, dass ich... Oh. So, jetzt wollen wir uns mal in Ruhe unterhalten. Sind Sie von der Polizei? Sie war schon längst fällig. Ich bin nämlich der Fahrer von dem Lieferwagen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sieh mich genau an, Pete. Ich hatte das Vergnügen, für euch eingesperrt zu werden. Sie suchen sich einen anderen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Verschiedenes erfahren. Es ist eine Verwechslung. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich verstehe kein Wort. Das gibt sich. In dem Koffer ist kein Geld. Du warst doch einer von den Banditen. Ich weiß immer noch nicht, wovon Sie reden. Das ist nicht mein Gepäck. Den Koffer habe ich vertauscht. Lügenmaul. Meine Brieftasche. Eine Flugkarte und ein Telegramm. Was sollst du denn in Borados? Willst du gefälligst antworten? Ich weiß nichts. Gar nichts weiß ich. Und wenn Sie mich totschlagen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was mir nicht gelingt, gelingt vielleicht der Polizei. Bitte. Nicht die Polizei. Also hast du doch dazu gehört. Nein, das hat ganz andere Gründe. Mich interessiert nur das hier. Dein Flugzeug startet in 50 Minuten, Pete. Wenn du mit willst, musst du dich beeilen. Ich muss nach Borados. Das Telegramm, das ist für mich 300.000 Dollar wert. Dein Anteil, ne? Ja. Wer ist der Absender? Hören Sie, wir hatten gar nichts gegen Sie. Sie waren uns doch ganz unbekannt. Es war nur ein Zufall. Sieh mal an. Und wer waren die anderen? Das weiß ich doch selbst nicht. Wir waren zu viert und haben Masken getragen. Ich dachte, ihr wart nur zu dritt. Drei und der Boss sind vier. Sie sehen, ich bin ehrlich zu Ihnen. Wir trugen während des Überfalls Masken und unseren Boss kennen wir auch nur mit Maske. Er kennt uns, aber wir wissen nichts von ihm. Verstehen Sie? Wenn einer von uns erwischt wird, kann er gar nichts aussagen. Soweit ist mir alles klar, bis auf das hier. Das weiß ich auch nicht, was die halbe Karte zu bedeuten hat. Na gut, mein Junge. Dann arbeiten wir jetzt zusammen. Was heißt das? Euer Boss hat mich in die Sache reingezogen, also werden wir die Summe durch fünf teilen. Ein guter Witz. Wenn ihr mir meinen Anteil nicht freiwillig gebt, dann werde ich ihn mir holen. Nur zu. Ein glänzender Einfall. Der Boss wird sich freuen. Lach nur. Zugegeben, ich tappe noch im Dunkeln, aber ich habe dich ja als Spürhund. Mit deiner Hilfe finde ich den Bausch schon. Sie vergessen dabei nur, dass ich selbst den Boss gar nicht kenne. Wir werden ihn schon noch kennenlernen. Aber ich warne dich, mein Junge. Komm nicht etwa auf den Gedanken, deinen neuen Kompagnon zu betrügen. Verstanden? Und jetzt beeil dich, sonst verpassen wir das Flugzeug. Die Passagiere werden gebeten, sich an Bord zu begeben. Flugzeug 589 startbereit. Flugzeug 589 startbereit. Ich möchte ein paar Zigaretten. In dem Automaten dort drüben. 589 werden gebeten, sich zur Maschine zu begeben. Das Flugzeug nach Mexico City startet in wenigen Minuten. Einen Platz nach Borados. Ja, gern. Sie müssen sich beeilen. In Mexico City haben Sie das Anschlussflugzeug um 10.30 Uhr. Hin- und Rückflug? Nur einfach. Die Karte kostet 92 Dollar. Barney, sieh mal. Da drüben bei einem Zigarettenautomaten. Kennst du den? Das ist Pete Harris. Ja, das ist er. Sag ihm mal guten Tag. Auf den hier passe ich schon auf. Los. Das sah doch so aus, als ob er schießen wollte, aber er hat gar keine Waffe.
Der Mann wurde nämlich wegen Mordes gesucht. Das ganze Geld? Das ganze Geld? Von was für Geld sprichst du denn wie? Was ist denn damit, Pete? Du machst es nicht mehr lange. Willst du uns nicht jetzt wenigstens die Wahrheit sagen? Sag mal, Pete, von was für Geld sprichst du denn? Mit wem bist du hier? Was machst du überhaupt in Mexiko? Wo wolltest du denn hin? Willst du uns noch was sagen? Du hast nicht mehr viel Zeit. Verbinden Sie mich mit der Polizei. Aber schnell. Bitte sofort einen Krankenwagen zum Flughafen. Er will uns wohl sagen, dass er nicht allein hier ist. Ja. Aber mit wem kann er hier sein? Der Krankenwagen kommt sofort. Das Geld. Das schöne Geld. Was für Geld? Was ist denn mit dem Geld, Pete? Frag doch. Das weiß ja der... Wen sollen wir fragen? Wer weiß etwas? Los, Pete, nimm dich zusammen. Von wem sprichst du denn? Der... Pete! Pete! Senor, Sie haben Ihren Gepäckschein liegen lassen. Ihr Koffer ist schon im Flugzeug. Danke. Danke vielmals und guten Flug wünsche ich. Mr. Pete Harris wird gebeten, seinen Platz einzunehmen. Die Maschine 589 ist startbereit. Buenos dias, señores. Ah, guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sieht fast so aus, als ob es heute endlich einmal regnen würde. Hoffentlich wird es dadurch kühler. Dann setzen wir uns alle zur Abwechslung ins Freie. Buenos dias, señor Ken. Nun, señor Romano, haben Sie schon etwas Passendes gefunden? Die Flasche ist hübsch, nicht wahr? Ja. Wollen Sie sie nicht kaufen? Das kommt ganz darauf an. Wie teuer? Oh, sie kostet nur 11 Dollar. Nur 11 Dollar? Aber wenn Ihnen das zu viel ist, ich habe natürlich auch billigere Sachen. Dann lass nur, der Preis ist mir egal. Darf ich Ihnen ein hübsches kleines Paket zurechtmachen? Überflüssig. Ich habe sie nämlich für dich gekauft. Was, für mich? Wie nett von Ihnen. Aber, Senor, Sie sind so großzügig. Ihr Geschenk kostet Sie 11 Dollar. Schreib's an. Und was du noch kriegst. Ja, Senor. Danke. Ja, die Teresa. Sie ist ein Juwel. Das tüchtigste Mädchen, das je bei mir gearbeitet hat. Ein und dieselbe Flasche hat sie jetzt zum 12. Mal verkauft. Bei so einem Umsatz kann ich ja leicht 50% Provision geben. Wer ist denn dieser Angeber? Der Senor ist gestern angekommen. Sie sind schon 2 Stunden hier im selben Raum und kennen sich noch gar nicht. Kommen Sie, ich mache Sie bekannt mit. Verzichter. Sag mal, Tommaso, wird es denn nun endlich regnen? Das Einzige, auf das ich hier leider keinen Einfluss habe, ist der Regen. Ich wette, in dem Augenblick, wo ich rausgehe, geht der Platzregen los. Sie? 10-1? Ah, Senor Foster. Guten Morgen, Tommaso. Warum wird denn hier Trübsal geblasen? Das Wetter, Senor, das geht allen auf die Nerven. Woanders haben Sie jetzt Schneegestöber? Ja. Wenn wenigstens ein paar Schneeflocken bis zu uns herüberkämen. Aber nein, nur Sonnenschein und Männer, die Fische fangen. Wenn zur Abwechslung so ein Fisch doch mal einen Mann fangen würde. So, was soll passieren, Tommaso? Es kommt nur auf den Köder an. Senor Foster, Senor Kane. Guten Tag, Mr. Kane. Sie sind hier wohl zu Hause? Ja, beinahe. Ich bin in jedem Sommer hier, und zwar schon seit vielen Jahren. Senor Foster, ich habe den Tabak für Sie. Sehr schön, Teresa. Ich brauche gerade welche. Danke. Guten Fang. Dankeschön. Haben Sie nicht Lust mitzukommen, Signor Romano? In der Hitze? Nein, ich habe was Besseres vor. Spielen wir heute Abend wieder Karten? Ich muss Ihnen ja Revanche geben. Kommen Sie nicht zu spät und bringen Sie viel Geld mit.
Hallo, Tim. Guten Tag, Scott. Wie es dir geht, brauche ich nicht erst zu fragen. Und deiner kleinen Tochter, wie geht es dir? Oh, die ist inzwischen erwachsen. Mein Fräulein Tochter will Anwalt werden und jetzt büffelt sie für ihr Examen. Du hast sie schon lange nicht mehr in deinen alten Jagdgründen blicken lassen. Ja, 2 Jahre, 1 Monat und 8 Tage, seit ich meinen Abschied bekommen habe. Hm. Immer noch verbittert? Steh du mal 20 Jahre im Polizeidienst und flieg ohne Grund heraus. Ich glaube kaum, dass du dann Hurra schreist. Vielleicht war es ganz gut auszusteigen. Jedenfalls für deine Gesundheit. So hast du doch ein viel ruhigeres Leben. Ich lege keinen Wert auf das ruhige Leben. Sie sind in der falschen Partei, Captain Foster. Wir nehmen jetzt einen von unseren Leuten. Das war der Grund für meine Entlassung. Es war bestimmt eine Ungerechtigkeit, Tim. Aber wozu alte Wunden aufreißen? Warum hast du mir telegrafiert? Warum sollte ich hierher kommen? Hast du in der Bankraubaffäre schon was rausbekommen? Eigentlich noch gar nichts. Ich kann mir vorstellen, wie sie dir mit dem Fall zusetzen. Du hast keine Ahnung, was ich tut. Alle Banken kontrollieren jede Dollarnote, um den gestohlenen Nummern auf die Spur zu kommen. Bis jetzt ist nicht eine einzige aufgetaucht. Würdest du den Fall gern aufklären? Die Antwort auf so eine Frage kann ich mir wohl schenken. Vielleicht gelingt es mir, dir die Bande in die Hände zu spielen. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Tim. Vielleicht bin ich auf falscher Fährte. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich beobachte ein paar verdächtige Gestalten, die erst vor kurzer Zeit hier angekommen sind. Kannst du mit dem Namen Boyd Kane etwas anfangen? Kane? Den suchen wir doch wegen eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft. Deswegen auch mein Telegramm. Und die anderen? Ein Angebertyp namens Tony Romano. Er könnte in die Sache verwickelt sein. Die beiden tun, als kennen sie sich nicht. Wenn die anderen auch drauf reinfallen, mir machen sie nichts vor. An dem Überfall waren doch 3 beteiligt. Ja, pass auf, ich behalte recht. Der dritte kommt auch noch. Möglich ist alles. Wie kommst du darauf? Ich habe gehört, wie sie zusammen sprachen. Über Geld. Ich bin überzeugt, das stammt aus dem Bankraub. Vielleicht ist es wirklich die Bande. Sie sind hier angekommen, um die Beute zu verteilen und dabei stecken sie den Kopf in die Schlinge. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Du wartest, bis ich dir Nachricht gebe. Dann verständigst du sofort die Polizei. Wo kann ich dich erreichen? Im Hotel National. Ich danke dir, Tim. Schon gut. Übrigens, hast du eine Ahnung, wie viel Belohnung es dafür gibt? Nun, bestimmt nicht wenig. 25% von dem, was unsere Gesellschaft ersetzen muss. Mehr als 250.000, Tim. Eine ganze Menge Geld. Und ein Mann wie dich hat die Polizei entlassen. Willkommen, Senorita. Senor. Danke. Gefällt es Ihnen hier? Ganz nett. Oh, Senorita Helen, wo kommen Sie denn her? Wir haben Sie ja gar nicht erwartet. Wie geht es denn, Tommaso? Gut, Senorita. Und Ihnen? Mir geht's sehr gut. Fein. Haben Sie für den Herrn noch ein Zimmer? Aber natürlich. Bitte, Senor, wollen Sie sich ins Fremdenbuch eintragen? Sie kommen aus Mexiko, aus Tijuana, Senor. Dort lebt eine verheiratete Schwester von mir. So? Mhm. Senor Tommaso, bitte geben Sie mir den Schlüssel. Kommen Sie, Senor. Ich werde Ihnen Ihre Zimmer zeigen. Ich gehe vor. Bis nachher. Vielen Dank für die Begleitung. War mir ein Vergnügen. Gefällt mir ganz gut. Ich bin Teresa. Ich verkaufe Andenken. Wollen Sie auch Fische fangen? Ich will mich hier nur erholen. Ach so. Dann sind Sie bei uns gut aufgehoben. Sagen Sie mal, der Mann an dem Billardtisch. Wer war das? Ach der. Kaufen Sie mir etwas ab, Senor. Vielleicht ein hübsches Reiseandenken, um es jemandem mitzubringen. Mal sehen. Wie wäre es mit einem Parfum? Also wer ist der Billardspieler? Ach, Senor Kane. Der ist heute Morgen erst angekommen, aber er gefällt mir überhaupt nicht. Die ganze Zeit kaut er immer nur Kaugummi. Und der andere junge Mann?
Ah, Sie meinen Signor Romano. Das ist ganz was anderes. Der ist sehr liebenswürdig. Danke. Danke, Signor. Oh, Signor! Ich habe sehr nette Andenken. Ich werde es bestimmt nicht vergessen, Theresa. Captain Foster, was machen Sie denn hier? Helle. Ich glaube, du freust dich gar nicht, dass ich hier bin. So ein Unsinn. Du weißt doch, dass ich mich immer über deinen Besuch freue. Was macht das Examen? Ich dachte, du studierst den ganzen Tag. Es gibt ja schließlich noch etwas Wichtigeres. So, es gibt noch wichtigere Dinge als dein Examen? Natürlich. Dich. Deinetwegen bin ich hier. Wenn man Jura studiert, hat das auch seine Vorteile. Ich habe nämlich meinen ersten Schriftsatz verbrochen und abgeschickt. Bravo, Herr Rechtsanwalt. In welcher Sache denn? Das will ich dir ja gerade verraten. Ich habe den Fall deiner Entlassung wieder aufgerollt. Freust du dich denn nicht darüber? Vielleicht stellen sie dich daraufhin wieder ein. Nein, mein Kind. Zu spät. Jetzt will ich auch gar nicht mehr. Ich kenne dich doch. Deiner eigenen Tochter kannst du nichts vormachen. Du bist bis heute nicht darüber hinweggekommen, dass man dich damals entlassen hat. Vielleicht ändern sie ihre Meinung. Dann darfst du mir aber keinen Strich durch die Rechnung machen. Na gut, mein Kleines. Ich danke dir. Jetzt kannst du beruhigt wieder nach Hause zu deinen Büchern fahren. Ich denke nicht daran. Ich bleibe hier und mache Ferien. Was sagst du dazu, hm? Ich habe unterwegs einen sehr netten jungen Mann kennengelernt. Sein Name ist Pete Harris. Das sind unsere Männer. Entweder angeln sie oder sie schlafen. So habe ich mir den Urlaub immer vorgestellt. Und wenn sie mal wach werden, was tun sie dann? Dann pokern sie. Passe. Ob ihr es glaubt oder nicht, einmal hatte ich einen Fisch an der Angel, der hatte bestimmt seine 140 Pfund. 10. Und so eine Gemeinheit. In dem Augenblick, wo ich ihn an Land ziehen will, da reißt mir doch die Angelschnur. Sagen Sie mal, Morelli, spielen wir nun oder angeln wir? Sie hören doch, Mr. Foster hat 10 gesetzt. Ich sagte doch schon. Ich passe. Geben Sie doch endlich. Ach so. Wollen Sie mich bluffen? Vielleicht. Das kommt ganz darauf an, was Sie haben. Ich bringe die 10. Ich auch. Was haben Sie? 2 Paare. 3 Vieren. Wieder Pech gehabt. Nun ein Andenken, Senor? Senor Harris! Ja. Wie geht's? Kommen Sie doch an unseren Tisch. Wie wär's mit einer Partie? Hä? Setzen Sie sich. Spielen Sie mit? Wenn Sie noch ein Opfer brauchen. Darf ich die Herren bekannt machen? Senor Harris, das ist Senor Foster, der immer gewinnt. Und das ist Senor Romano, der immer verliert. Senor Morelli denkt beim Spiel sowieso nur an seine Fische. So hat jeder sein Steckenpferd. Ich warne Sie, er sieht so harmlos aus, aber steckt uns alle in die Tasche. Was glauben Sie, was er mir schon abgenommen hat? Er ist ganz gefährlich. Seine Tochter hat mich schon gewarnt. Ich werde aufpassen. Er scheint nicht zu wissen, dass man das Glück nicht zwingen kann. Ja. Haben Sie vor, länger hier zu bleiben? Das kommt ganz darauf an. Wo kommen Sie her? Aus Kansas City. Waren Sie schon mal dort? Ja, vor ein paar Jahren. Ich hatte da eine Freundin. Wollen Sie nicht eröffnen? Ach ja. $5, damit es erst mal losgeht. Die bringe ich. Ich passe. Ich auch. Ich erhöhe auf 10, damit es sich lohnt. Was ist mit Ihnen? Ich auch. Jetzt haben Sie ein Opfer mehr. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, Tony. Also, jetzt sollen wir abrechnen.
Ich schulde Ihnen $10. Wollen Sie denn schon aufhören? Ja. Ich möchte mir noch die Gegend ansehen, bevor ich schlafen gehe. Sie werden enttäuscht sein. Sehenswürdigkeiten gibt's hier keine. $10, Senor Harris. Spielen Sie bald wieder mit. Leute, die verlieren, können wir immer gebrauchen. Mein Talisman. Durch den habe ich mal einen ganz großen Coup gelandet. Also dann guten Abend. Ich hoffe, Sie spielen noch ohne mich weiter. Guten Abend, Senor. Guten Abend. Guten Abend. Was fällt dir ein, hier herumzuschnüffeln? Ich schnüffle gar nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, als wolltest du mir mit der halben Karte einen Wink geben. Was suchst du bei mir? Ich wollte mich vergewissern, mit wem ich es zu tun habe. Na und? Das sieht doch ein Blinder, dass wir beide nicht zum Vergnügen hier sind, um in diesem elenden Bananendorf unsere Ferien zu verbringen. Ich will ja nur in meine Brieftasche. Meine Visitenkarte. Du warst also mit den anderen beiden im Wagen. Ja. Und du bist der Fahrer gewesen. Ja. Ich bin... Es tut mir leid, dass ich eben so grob war. Das macht nichts.
Du hast ja nicht gewusst, wer ich bin. Bis jetzt sind wir zwei und wer der dritte ist, weiß ich auch schon. Wer denn? Kane. Könnte stimmen. Noch zwei Tage, dann ist es endlich soweit. Stell dir vor, für jeden mindestens 300.000 Dollar. Wenn wir sie kriegen. Wie meinst du das? Wir wollen uns nichts vormachen. Wir kennen den Boss doch gar nicht. Und wenn er nicht kommt, sind wir reingefallen. Wenn er uns betrügen will, hätte er uns nicht herbestellt. Stimmt auch wieder. Ich arbeite nicht gerne mit dem großen Unbekannten. Er muss uns ganz genau kennen, aber wir wissen überhaupt nichts von ihm. Es ist nicht mehr zu ändern. Was hältst du von Kane? Ob er der Boss ist? Du bist so verrückt. Dieser Kaugummi-Jüngling? Vielleicht Verstellung? Ja. Schon möglich. Jedenfalls werde ich mir diesen Kaugummi mal aus der Nähe ansehen. Gute Idee. Tu das. Wiedersehen. Haben Sie was gewonnen? Noch ein Spiel und Ihr Vater hätte mich ruiniert. Sehen Sie, ich habe Sie ja gewarnt. Das schadet nichts. Ich nehme Sie morgen wieder ab. Eins ist mir völlig rätselhaft bei den meisten Männern. Was denn? Das ganze Jahr freuen Sie sich auf Ihre Ferien. Und wenn Sie dann verreist sind, sitzen Sie im Zimmer und spielen von früh bis spät Karten. Tja, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Eine andere Frage. Ja, bitte? Was ist Ihr Beruf? Was tun Sie eigentlich? Ich verdiene Geld, um es zu verspielen. Sagen Sie, Mr. Harris, was halten Sie denn vom Schwimmen? Oh, wenn es sein muss, schwimme ich auch. Sie treiben wohl viel Sport. Dafür spiele ich nicht Karten. Wissen Sie was? Wir treffen uns morgen früh am Schwimmbad. Sie lernen Karten spielen und ich schwimmen. Abgemacht. Senor Foster, hier ist ein Telegramm für Sie. Danke. Nicht zu danken. Guten Morgen. Guten Morgen. Nehmen Sie immer so ein dickes Lexikon mit ins Wasser? Kommt ganz drauf an. Sagen Sie mal. Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar zur Prozessordnung. Was wollen Sie denn damit? Ich muss mich auf mein Examen vorbereiten. Lachen Sie bitte nicht. Oder haben Sie vielleicht etwas gegen eine zukünftige Rechtsanwältin? Nein, nur... Die Anwälte, die ich kenne, sind nicht so hübsch wie Sie. Man soll die Menschen nicht danach beurteilen, wie sie aussehen. Der Schein trügt. Sie sehen aus, sagen wir mal, wie ein Meisterschwimmer. Aber Sie sind wahrscheinlich ein Kaufmann? Warum wollen Sie denn so gern wissen, was ich bin?
Weil das Ausfragen der Leute zu meinem zukünftigen Beruf gehört. Ich glaube, etwas Wichtiges wird ein Zeuge nur dann aussagen, wenn er Vertrauen hat. Das werde ich nicht vergessen. Ich gebe Ihnen noch einen Rat, kostenlos. Versuchen Sie, Ihre Fälle immer nur vor ein Gericht zu bringen, in dem ein Mann den Vorsitz führt. Dann können Sie nie verlieren. Vielen Dank für das Kompliment. Ich habe leider meine Zigaretten vergessen. Ich bin gleich wieder da. Hallo, Mr. Harris. Ich weiß, was Sie sind. Ein Millionär. Guten Morgen, Mr. Foster. Ach, Sie sind's. Spielen wir heute Abend wieder? Nein, ich bin zum Essen verabredet mit einem Anwalt. Sie wird durchs Examen fallen, wenn man Sie vom Studium abhält. Essen muss jeder Mensch mal. Wollen Sie nicht mitkommen? Ja, gern. Also dann auf Wiedersehen. Auf. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Du bist wohl schwerhörig. So, Freundchen. Jetzt erzähle uns mal, was eigentlich los ist. So. Na, wird's bald? Was soll denn sein? Das wollen wir ja gerade von dir wissen. Was suchst du in Barados? Er weiß es ja. Du wolltest mich für dumm verkaufen. Sowas kann ich nicht leiden. Du bist ja verrückt. Bei mir bist du an den Verkehrten gekommen. Mit Pete Harris zusammen habe ich nämlich mal ein Ding gedreht. Du bist nicht Pete Harris. Wir machen jetzt mit dir einen hübschen Spaziergang. Und wenn wir einen stillen Platz gefunden haben, dann packst du aus. Den Teufel werde ich tun. Ja, mach nur Lärm und alarmiere die Polizei. Ich glaube, es ist ihm lieber, wenn wir es gleich erledigen. Ja, bitte. Oh, ich will nicht stören. Ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Sie stören gar nicht. Kommen Sie nur herein. Miss Foster, darf ich vorstellen? Das ist Mr. Romano und das hier ist Mr. Kane. Mr. Romano habe ich schon kennengelernt. Guten Tag, Mr. Kane. Guten Tag. Die beiden wollten mich überreden, mit Ihnen spazieren zu gehen. Aber ich habe Ihnen gesagt, Sie warten auf mich. Meinetwegen gehen Sie ruhig. Nein, ich habe keine Lust. Die zwei sind nämlich große Naturfreunde. Wir haben gerade von der Gegend geschwärmt, ehe sie kamen. So. Dabei ist es wohl ziemlich temperamentvoll zugegangen.
Ach ja, den Revolver hatten Sie verloren, bitte. Danke. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Ich habe ihn nur wegen der Schlangen hier mitgenommen. Wir sprechen uns ja noch, Harris. Ja. Noch eins, Tony. Gegen Nasenbluten habe ich ein todsicheres Mittel. Ein kaltes Messer ins Genick, das hilft immer. Nett, die beiden Jungs. Richtige Spaßvögel. Sie brauchen mir wirklich nichts vorzuschwindeln. Solange ein Mann nicht verurteilt ist, ist er nach dem Gesetz unschuldig. Sehr richtig. Miss Foster, nehmen Sie mal an, Sie müssten mich verteidigen. Was würden Sie mir als Anwalt für einen Rat geben? Verweigern Sie die Aussage. Denn wenn Sie die Wahrheit sagen, belasten Sie sich wahrscheinlich nur. Jetzt haben Sie mir einen guten Rat gegeben. Auch kostenlos. Dann sind wir quitt. Ah, Señor Kell, ich habe Sie überall gesucht. Sie haben einen Brief. Wenn mich nicht alles täuscht, ein Geschäftsbrief. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, yo no puedo caminar. La cucaracha, la cucaracha. La, 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 la. Buenos días, meine Herrschaften. Guten Tag. Ah, Señor Romano, ein Brief für Sie. Scheint auch ein ausgesprochener Geschäftsbrief zu sein. Für Sie ist ebenfalls Post da, Señor Harris. Oh, danke. Bitte, bitte. Entschuldigung. Ein Brief von zu Hause. Den lese ich später. Ich nehme an, Sie wollen heute Abend noch tüchtig studieren. Machen Sie sich nur keine Sorgen um mich. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Einladung. Wahrscheinlich habe ich morgen wieder ein paar Fragen. Hoffentlich kann ich sie beantworten. Gute Nacht. Du hast die Ohrringe ja noch nicht einmal angesehen. Und dabei kosten sie doch nur $11. Bei dir kostet wohl alles $11.
Tony, kriege ich die? Meinetwegen, schreib sie an. Danke. Tony? Später. Hast du deine Einladung bekommen, Tony? Ja. Und unser Freund da draußen, hat er auch eine? Wir können ihn ja fragen. Hör mal. Ich habe nicht die Absicht, dir Vorschriften zu machen. Aber ich muss mit dir sprechen. Das klingt ja sehr besorgt. Wenn es um dich geht, bin ich immer besorgt. Dieser Mann ist kein Umgang für dich. Wieso? Was ist denn mit Pete Harris? Er gefällt mir nicht. Hier geht's lang. Wirf den Revolver ins Wasser, Kane. Tu, was er sagt! Ins Wasser! Tu es doch! Wirf das Ding weg! Nicht schießen! Los, wirf's bald! Wirf es weg! Nicht schießen, Kane! Du sollst den Revolver wegwerfen! Bitte, tu, was er sagt! Nicht schießen! Los, ins Wasser! Hör doch! Ich kann nicht mehr! Wirf den Revolver weg! Ihr zwei ausgewachsenen Idioten! Jetzt werdet ihr gefälligst zuhören, oder ihr könnt was erleben. Ich habe denselben Brief bekommen wie ihr, und ich bekomme auch den Anteil von Harris. Du hast Pete Harris umgebracht. Du bist ja verrückt. Er ist von der Polizei erschossen worden. Er hatte Pech. Und wer Pech hat, muss verlieren. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, zu gewinnen. Mein Einsatz war hoch genug. Was meinst du damit? Ich habe dabei mindestens 20 Jahre riskiert. Euretwegen war ich im Gefängnis und deswegen spiele ich hier mit, ob es euch passt oder nicht. Jetzt wisst ihr es. Also macht keine Dummheiten. Weil sonst keiner was von dem Geld sieht. Leider hast du etwas bei deinem Plan vergessen. Was passiert, wenn der Boss dich sieht? So weit sind wir ja noch nicht. Also, ihr Strolche, verschwindet jetzt gefälligst. Legt euch schlafen. Los! Und wenn es euch einfallen sollte, mich heute Nacht zu besuchen, ich warne euch. Ich habe einen leichten Schlaf. Was machen Sie denn hier? Sehr einfach. Ich habe Sie gesucht. Sie haben sich so plötzlich verabschiedet, Mr. Harris. Ich bin es nicht gewöhnt, dass man mich einfach sitzen lässt. Entschuldigen Sie bitte. Dieser Brief, den ich... Ich habe Ihnen schon mal gesagt. Sie brauchen mir nichts vorzuschwindeln. Stimmt, das haben Sie gesagt. Ich weiß, Pete. Ich kümmere mich um Dinge, die mich nichts angehen, aber... Jeder Mensch hat seine Fehler. Ich war schon als kleines Mädchen schrecklich neugierig. Sie haben sicher bereits Ihr Kindermädchen ins Kreuzfeuer genommen. Ich könnte mir doch einen anderen Flirt suchen und Ihnen einfach den Laufpass geben. Aber ich habe das Gefühl, dass man Ihnen helfen muss. Sie gefallen mir viel besser, wenn Sie nicht so viele Fragen stellen. Ich bin doch nicht blind, Pete. Ich habe lange genug mit der Polizei zu tun gehabt und bei dieser Gelegenheit einiges gelernt. Und mit Ihren beiden Freunden stimmt doch was nicht. Woher kennen Sie sie eigentlich? Ich muss mich doch sehr wundern. Woher haben Sie denn Polizeierfahrung? Mein Vater war jahrelang Captain bei der Polizei. Ach, daher. Deshalb werden Sie auch Anwalt.
Wen der Vater verhaftet, den verteidigen Sie. Sie schulden mir noch eine Antwort. Sie sind ein reizender Kerl, aber wenn Sie denken, Sie können mich bemuttern, irren Sie sich. Ich bin kein Hund, der entlaufen ist und den man wieder an die Leine nehmen muss. Das verbitte ich mir. Eine andere Frau würde jetzt weinen oder wäre beleidigt, aber das tue ich nicht. Ich sehe, dass Sie Sorgen haben und werde Ihnen helfen. Jetzt reißt mir die Geduld. Schluss damit! Lassen Sie mich in Ruhe. Kommst du dazu? Ist das klar, Scott? Ja, ich wiederhole nochmal. Die Bande trifft sich morgen früh auf dem Boot, um die Beute zu verteilen. Ich warte auf dem Polizeiboot auf dein Lichtsignal und dann kommen wir dazu. Und vergiss nicht, ich warte auf dein Gegensignal. In Ordnung. Scott? Ja? Sei pünktlich. Ich bin zur Stelle. Auf die Minute. Viel Glück. Schläfst du doch um diese Zeit schon längst? Ich habe noch auf dich gewartet. So. Hast du Kummer? Ja. Als du noch jünger warst, hast du oft Kummer gehabt. Ich habe es immer gleich gemerkt, wenn dich was bedrückt hat. In der letzten Zeit habe ich das direkt vermisst. Habe ich dir denn als Kind so viel Kopfschmerzen gemacht? Oh, das kann man wohl sagen. Mal musste es ein Armreif sein, mal hattest du kein Geld fürs Kino. Und als du auf deinen ersten Ball gehen wolltest, bekam dein Tanzstundenkavalier die Masern. Ja, das waren schon Sorgen. Schließlich musste ich dich selbst ausführen. Einmal wolltest du unbedingt wissen, wann endlich eine neue Mutter ins Haus kommt. Oh, das war allerdings eine Gewissensfrage. Mit den meisten Problemen sind wir ja fertig geworden. Diesmal handelt es sich um Harrys Daddy. Er ist in Gefahr. So? Da wir gerade von früher sprechen. Früher hast du immer auf mich gehört. Da hättest du ihn überhaupt nicht mehr angesehen, wenn ich dich darum gebeten hätte. Ich möchte gern, dass du ihm hilfst. Dadurch hilfst du auch mir. Warum? Berufliche Interessen? Wie soll ich dir das erklären? Ich weiß es selbst nicht. Du wirst mich vielleicht auslachen und sagen, ich bin verrückt. Aber ich muss ihm helfen. Dieser Mann passt nicht zu dir. Er gefällt mir nicht. Dann sage mir den Grund, bitte. Ich lehne ihn ab. Genügt das nicht? Was weißt du von ihm? Also schön. Er saß im Gefängnis. Ich wollte nur nicht darüber sprechen. Dann wirst du sicher noch mehr wissen. Das genügt doch. Es genügt nicht. Ich habe den Eindruck, du verheimlichst mir was. Um mich zu überzeugen, musst du mir schon etwas mehr verraten. Also, aus welchem Grund lehnst du ihn ab? Du fährst sofort nach Hause, Helen. So leicht wie früher sind die Probleme nicht mehr zu lösen. Es ist nur zu deinem Besten. Das kenne ich. Ich bitte dich, Helen, tu mir den Gefallen. Hör auf mich und fahr nach Hause. Du wolltest doch sowieso meine Wiedereinstellung betreiben und... Helen!
Guten Morgen. Stecken lassen! Ihr lernt auch nichts dazu. Guten Morgen. Auch schon so früh auf Fischfang aus? Ja, nachdem wir sehen, dass Sie so viel Spaß dran haben, wollen wir es auch mal versuchen. Angeln ist ein großartiger Sport. Ich fahre übrigens zur Brücke. Kann ich jemanden mitnehmen? Ich komme gerne ein Stück mit. Jetzt müssen Sie uns leider auch mitnehmen. Wir wollen nämlich zusammen rausfahren. Haben Sie denn ein Boot? Ja. Wir fahren mit der Manana. Ich habe gehört, Sie waren früher bei der Polizei, Captain Forster. Ah, das liegt schon so lange zurück. Ich bin neugierig, wer von Ihnen den größten Fisch fängt. Den größten werde ich fotografieren. Schönes Boot. Ja. Hoffentlich machen wir einen guten Fang. Verlass dich drauf. Viel Glück. Danke. Wartet noch. Halt, stehen bleiben. Ich sehe nach, ob er schon weg ist. Hast du die Sprache verloren? Oder was ist los? Pass mal auf. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß, wo das Geld ist. Es ist hier in der Kabine. Ich werde es dir zeigen. Na schön. Sieh selber nach.
Es liegt im Schrank, hier, links neben mir. $1.200.000, Tony. Sag mal, was hältst du davon? Für jeden von uns die Hälfte. Warum sollen wir eigentlich durch vier teilen? Durch zwei genügt doch auch. Kane ist dabei überflüssig. Was sagst du zu meinem Vorschlag? Über eine 500.000, Tony. So, die Luft ist rein. Warum noch durch zwei teilen? Ich werde mit dem Geld auch allein fertig. So, jetzt ist Schluss. Wirf den Revolver weg! Auf den Boden! Stoß ihn rüber! Schritt zurück! Noch einen Schritt! Was soll das heißen? Warte nur! Die Polizei wird gleich hier sein und dir alles erklären. Ihr habt euch wohl um die Beute gestritten. Sie scheinen überall Fische zu fangen. Eine Leidenschaft von mir. Also ein Spitzel spielt den Harmlosen, der von nichts weiß. Ich bin schließlich nicht umsonst bei der Polizei gewesen. Wer euer Auftraggeber war, wussten wir schon längst. Dem Geld brauchst du nicht nachzutrauern, Tony. Die Nummern der Scheine sind überall gemeldet. Das hätten wir uns eigentlich denken können. Allerdings, Joe. Mein Name ist Pete. Ja, ich weiß. Pete Harris, den man in Tijuana erschossen hat. Wollen Sie noch mehr wissen, Joe? Ja. Der einzige Mensch, der wusste, dass Pete Harris in Tijuana war, muss der gewesen sein, der ihn dorthin geschickt hat. Um auf das Telegramm zu warten. Und wer das war, wissen Sie wohl auch schon. Natürlich. Nur jemand von der Polizei weiß, dass man mit einer gestohlenen Million nichts anfangen kann, weil die Nummern überall gesucht werden. Aber es ist ja eine Belohnung ausgesetzt. Also Ihnen ist der Fall klar. Aha. Drei Mitwisser, einer ist schon tot. Die anderen folgen noch. Sie bringen uns selbst auf das Schiff, wo die Million schon parat liegt. Als Honig für die Bienen, nicht wahr, Captain Foster? Stehen bleiben. Nicht nervös werden. Die Polizei muss ja bald hier sein. Der werde ich die Geschichte mal erzählen. Vielleicht habe ich Unrecht. Dann werde ich mich entschuldigen. Auch gar nicht aufgehen. Wenn Sie noch was für mich tun wollen, Joe, Helen darf nichts erfahren. Das wird die Polizei sein. Sie haben ja nichts zu befürchten. Tim, um Gottes Willen, was ist denn? Wie kommt Joe denn hierher? Den habe ich mir aufgehoben. Als Überraschung für dich. Joe hat das Ganze aufgedeckt. Als ich ihm helfen wollte, hat es mich erwischt. Nicht wahr, Joe? Ja. Es tut mir leid.
Der dritte war Pete Harris. Er wurde in Tijuana erschossen. Scott, wenn jemand die Belohnung verdient, dann Joe. Schnell zu einem Arzt. Nein. Grüß Helen von mir, Joe. Dann. Ich weiß, Worte sind nur ein schwacher Trost, Helen. Aber für mich ist der Tod Ihres Vaters auch ein großer Verlust. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, bitte sagen Sie es mir. Ich danke Ihnen, Mr. Andrews. Ja, richtig. Noch etwas, das hätte ich fast vergessen. Joe. Joe ist ein Prachtkerl. Dass er mal wegen einer Spieleraffäre im Gefängnis saß, das hat er längst wieder wettgemacht. Ich bin überzeugt, einen besseren Mann als ihn kann sich eine Frau überhaupt nicht wünschen. Leider ist mein Vater nicht Ihrer Ansicht gewesen. Doch, er wusste es. Seine letzten Worte waren nämlich, Joe, grüß Helen von mir. Wie hat sie es aufgenommen, Mr. Andrews? Sehr tapfer, Joe. Aber es war eben doch ein schwerer Schlag. Ich fürchte, sie wird nicht so schnell darüber hinwegkommen. Ja, sie hing sehr an ihrem Vater. Von Ihnen haben wir auch gesprochen. Was hat sie gesagt? Ich glaube, sie erwartet Sie.